Jetzt habe ich ja glatt vergessen, mir meinen Kakao zu öffnen. So. Zack, Strohhalm rein. Ah, erstmal schön ein Schlückchen genehmigen. So. So, kurz mal hier das Kabel noch ordentlich. So, und dann kann es auch schon losgehen. Blockliebe für alle! Danke, Feldrein, für dieses Hashtag. Das gefällt mir, das nehme ich einfach mal. Ja, die heutige Folge steht ganz im Zuge der Blockliebe. Sagt man das so? Steht ganz im Schatten. Nein, im Schatten steht sie nicht. Die Blockliebe, die strahlt über alles. Nee, wollte nur mal eben zeigen, so ein bisschen. Das kann man so lassen jetzt. Und ich habe das Klo ein bisschen ausgebaut oder umgebaut. Jetzt haben wir hier nämlich ein paar mehr Waschbecken. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Man kann hier... Achtung! Ach, es muss einfach immer wieder sein. Kann sich hier dann irgendwie schön, ja, entleeren. Und danach hat man dann hier die Möglichkeit, auch nochmal zu duschen. Diesmal ist der Duschkopf sogar richtig rum. Ja, und hier kann man sich dann gleich die Hände abtrocknen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser so. Zack. Hier, die Fackeln über den Türen, die bleiben. Dann geht's hier weiter. Jetzt hier auch schön mit Teppich den Raum. Kennt ihr, glaube ich, schon. Habt ihr nochmal ein bisschen farblich alles schön in Blau gehalten, wie sich das gehört. Ja, wie schon gesagt, also so ein paar Holzblöcke kann man einfach nicht vermeiden. Aber Holzblöcke sind nicht schlimm, denn sie stehen auch unter der Blockliebe. Hey! Dieses Hashtag muss trending werden. Ganz einfach, weil es geht. So, nächster Raum auch. Man sieht immer so ein bisschen anderes Teppich- oder Bodendesign. Überall dann eben Betten und entsprechend einen Tisch mit entsprechender Anzahl von Stühlen. So, hier waren wir drin. Hier waren wir drin. Kommen wir hier zu dem Eckzimmer, das ist ein bisschen größer. Auch hier gibt's schöne Sitzecke. Und die Schlafzimmer sind getrennt. Man muss einmal hier eins, da steht dann nur der Stuhl drin, kann man sich dann seine Klamotten drauflegen oder so. Und auch hier anderes Bodendesign. Selbe Spielchen hier, der hat einen Tisch und einen einzelnen Block auf dem Boden, aber das ist egal. Blockliebe für alle! So, zack. Ja, und hier ist halt eine kleine Garderobe, wo man dann seine Sachen hinhängen kann. So, weiter geht's hier. Auch hier wieder anderes Bodendesign. Der hat sogar einen Schrank schläft dann hier aber auch alleine. Hat auch nur einen Stuhl dann an seinem Tisch stehen. Ah, Aussicht ist nicht so schön. Das kostet dann 10 Goldtaler die Nacht. Sag ich mal so. Aber hier, der hat einen Gardobenständer. Kann dann seinen Mantel dranhängen. Zack. Hier kommen wir zu einem Gruppenzimmer, Mehrbettzimmer. Hier und hier und hier und hier und Anzahl von Stühlen entsprechend und auch ein paar mehr Schränke. Das ist dann so für Reisegruppen gedacht, diese Ecke hier. Auch hier ein bisschen Bodendesign. Das ist gar nicht so einfach, das Bodendesign zu machen, immer unterschiedlich. So, hier ist ein bisschen dunkler, weil der Boden ein bisschen dunkler ist, aber auch hier gibt es wieder so einen Block am Rand. Aber Blockliebe für alle! So, kurz mal kratzen hier. So. Und ein Schlückchen Kakao. So. Der Kakao ist dann nicht von der Blockliebe abgedeckt. Gut, wie schon angesprochen, eine Sitzecke. Und es ist dann eher so eine kleine Lounge geworden, hier mit ein paar Büchern zum Lesen und hier können sich das die Leute dann bequem machen. Ja, hier mit dem Gang, keine Ahnung, das bleibt erstmal so. Hier auch eine Sitzecke, da drüben auch eine Sitzecke und Zimmer eben entsprechend. Hier sind es drei Betten und dann mit drei Stühlen entsprechend. So, ich denke, das ist auch in Ordnung. Auch die haben einen Schrank dann hier stehen. Zack, und die hier drüben, hier auch. So. Der hat aus irgendwelchen Gründen zwei Stühle. Hat zwar nur ein Bett, aber zwei Stühle, was soll's. Und er hat auch einen Schrank. Das ist so ein bisschen so das, Anführungszeichen, Luxus-Business-Zimmer hier oben.
So, zack. Und wie schon gesagt, Sitzecke dann auch hier. Ja, das ist die Etage gewesen. Damit ist die Folge eigentlich schon wieder vorbei, weil geplant habe ich rein überhaupt nichts. Nächster Schritt wäre natürlich hier dann mal so ein bisschen anzufangen auszubauen. Hier weiß ich allerdings noch nicht 100%, wie ich das machen werde und was ich hier machen werde. Ich könnte hier natürlich einfach entsprechend zumachen und auch hier wieder Wohnungen reinsetzen in die Ecken, aber ich weiß es noch nicht, was hier reinkommt. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Genau so ein Ding habe ich ja hier oben auch nochmal. Auch hier kann man wieder ein bisschen was reinbauen. Und dann geht es natürlich noch eins höher. Auch hier muss irgendwie was rein. Und dann geht's natürlich noch ein höher. Und auch hier muss irgendwas rein. Wobei hier ist echt so ein bisschen, hier kommt man den Raum reinmachen und, naja gut, hier kommt man ein Schlafzimmer reinsetzen. Aber das war's dann wohl auch schon, weil ist doch ein bisschen sehr eng hier oben. Und das Turmzimmer, das war ja schon auch so. Aber wieso ist hier eigentlich das Licht nicht an? So, so, dann kann er nämlich hier dann auch nochmal schön lesen. So, erstmal hinsetzen, 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 hinsetzen. Ging das nicht mal mit den Stühlen? Naja, egal. Aber den Raum hatte ich hier oben ja schon mal gezeigt. So, dann gehen wir auch mal wieder runter. Ja. Man sieht, das ist hier so ein bisschen anders. Ich denke mal, hier oben, das wird dann alles so Privaträumlichkeiten sein. Hier unten ist dann noch irgendwas für Gäste. Keine Ahnung, was ich hier reinmache. Irgendwie Sitzungsräume, Meetingräume, keine Ahnung, Business Hotel? Free Wi-Fi? Hey. Nein. Muss mal schauen. Also, hier ist auf jeden Fall soweit eingerichtet. Und Klo war ja auch soweit fertig. Das Einzige, was jetzt halt noch fehlt, ist dieses Zimmer hier hinten. Habe aber irgendwie keine Lust, ein Zimmer einzurichten heute. So. Hier ist ja auch soweit alles im grünen Bereich. Nur, das ist hier soweit alles fertig. Hier sieht man übrigens den Bodenbelag von oben. Na, den kann man ja hinsetzen. Habe ich den einfach gedreht mit dem Schraubendreher. Ja. Die Küche, die kennt er ja auch schon. Ich mach das mit. Nee, ich lasse es mal auf. So. Hier draußen kennt er ja auch schon alles. Ich habe überhaupt nichts weiter gemacht. Ganz ehrlich. Ist alles noch original. Ja, das ist auch soweit. Naja, gut, hier kommt man noch, hier kommt man noch irgendwas reinmachen. Noch eine Küche oder was? Ich weiß es nicht. Weil die ist ja eigentlich hier schon und das ist ja eigentlich soweit auch in Ordnung. Das ist das Ferienlandhaus hier. Das ist ein bisschen geräumiger. Hier hinten ist halt der Flur dann leer. Das passt schon so. Und, ja, da oben halt auch. So. Zack, zu. Nochmal Schaf, wo willst du hin? Gib mir mal deine Wolle. Gib mir deine Wolle. Gib mir deine Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Wolle, Wolle. Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Wolle, 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 Wolle. Nicht Wolle. Nicht Wolle. Ja, dann nicht die Wolle. Brauchen wir wahrscheinlich jetzt eine Schere für oder sowas. Einmal ernten hier oder wie sieht das aus? Ich meine, ich habe ja nun letztendlich auch alles irgendwie dabei. Gott, sieht das verdorrt aus hier. Können wir wieder ein paar Blaubeeren ernten. Hallo Ina. So. Bisschen was Sinnvolles tun mal. Und ja, nächster Plan ist hier hinten da in dem Haus. Ey, komm. Erscheinen wieder, danke. Seht ihr in dem Haus einfach mal irgendwie die nächste Etage auszubauen. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf gerade. Lass ich erstmal sein, wenn das in Ordnung ist. So. Einmal die Blaubeeren nachpflanzen. Hallo Ina. Und dann passt das soweit. Nom 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 nom. Ja. Hier die Gurken mal vollständig machen. Zack und zack und hab. Und ja, weil es geht. So. Hier Karotten auch nochmal vollständig machen eben. Zack und zack und zack und zack und nom 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 nom. So. Ja, hier wächst noch. Hatte ich letztes Mal oder vorletztes Mal ganz vergessen, hier die Sachen zu ernten.
Kartoffeln ist halt, kann man auch roh essen. Und Tomaten. Nee, das hat. Na. Weißt du, selbes wie letztes Mal. Nur Tomaten sind hier. So, na. Wäre natürlich geil, wenn die irgendwie die Durstleiste wieder reinigen würden oder auffüllen würden. Kann man ja einstellen in dem Mod. Hab das ja auch gemacht für ja, das ganze andere Zeugs hier. Der Request ist übrigens immer noch nicht angenommen. Ich denke mal, die Mod ist einfach tot. Bisschen schade, weil eigentlich ganz schön, aber so ist das dann halt, ne? Vielleicht nehme ich mir das Ding einfach, baue den Code ein bisschen um und mache da mein eigenes. Wäre natürlich auch eine Idee, ne? Aber im Moment nicht so viel Zeit dazu. Lass ich erstmal sein. Ich nehme mal das, was da ist. Na, Mieze, komm mal mit. So, erstmal die Katze wegbringen. Und ich fange schon wieder an, so viel so zu sagen. So, und das Bunny kommt mir gleich mal mit dazu. Ey, Bunny! Nein. Die Uncats, die leuchten jetzt übrigens wieder. Ich habe die mal wieder leuchtend gemacht. Na, man sieht es vielleicht jetzt sieht man es ja wieder. Da oben drauf sitzen einfach diese ganz dünnen Plättchen Superglowglass. Eine Zeit lang hat man die ja nicht gesehen, irgendwie von der Seite und von unten. Da sah man das dann noch nicht, dass die da irgendwie einfach das Ding drauf liegen haben. Weil die Sache ist, mit diesem, wie hieß das? Fix Map, ne? Map Fix? Fix Map? Fix Map? Nein. Map Fix. Map Fix. So. Nein. Irgendwie anders, aber ihr wisst, was ich. Nee, doch, das hat er gemacht jetzt. Damit haben die nämlich aufgehört zu leuchten. Carbon hat die wohl irgendwie leuchtend gemacht und das ist halt leuchtend geblieben. Und mit dem Mapfix haben die halt nicht mehr geleuchtet. Ich fand das aber ganz schön, dass die geleuchtet haben. Deswegen habe ich denen einfach die Glowglass-Plättchen draufgesetzt. Und wenn man drunter steht, dann sieht man das auch nicht so doll. Na, jetzt sieht man es halt wieder, weil die jetzt wieder vernünftig sind. Aber eine Zeit lang waren die ja kaputt und sahen von unten dann irgendwie unsichtbar aus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist Nacht und es ist doof. Das ist aber egal. Das leuchtet ja alles hier. Ah, ich find's eigentlich ganz schön. Liegt denn hier oben was Papier von dem Kakao rum? So. Finde ja ganz schön. Ich bin jetzt so ein bisschen wirklich dabei, mal den Hausausbau hier so ein bisschen zu fördern. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht noch eine dritte Baustelle anfangen, während irgendwie da noch die Baustelle offen ist. Das Haus hier, das ist meiner Meinung nach soweit in Ordnung. Ich denke, das kann man so lassen hier für die Farm. Die Farm selbst ist auch soweit okay und das Haus, das verschwindet jetzt wieder. Ich dachte, das wäre gefixt worden. War wohl nichts, ne? Hier ist natürlich noch alles irgendwie frei und ich habe so ein bisschen eine Idee, was ich noch machen könnte. Abgesehen davon, noch ein weiteres Let's Play anzufangen, was vermutlich sowieso niemand gucken wird. Bin ja nun bekannt für meinen Test für Let's Play und nicht für irgendwas anderes. Ansonsten, neben Kakao und ein bisschen Knabberkram. Ich kann mal kurz auf, mit vollem Mund ist immer so ein bisschen unhöflich. Also essen und trinken während im Let's Play und nebenbei einfach nichts machen, das ist ein bisschen unhöflich. Blinken da hinten. Da. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Fackel, die da irgendwie mal kurz sichtbar ist und nicht. Und es wird wieder Tag und ich gehe mal ein Schrittchen runter, dann sieht das nämlich besser aus. So, dann sieht das nämlich nicht so aus, als wenn die da irgendwie einfach so hochkommen würde, so wie die Sonne, sondern wirklich, dass sie aufsteigen würde. Und das Haus ist weg. Ups. Abgesäbelt. Wollte gerade sagen. Ja. So, also Sonne geht wieder auf und der Plan ist, eine weitere Baustelle zu eröffnen mit einem Gebäude, was dann ein bisschen höher wird. Ich dachte mir, ich versuche mal irgendwie einen Turm zu bauen, um wirklich mal so ein bisschen hochzukommen hier. Weil hier ist zwar schon mal ganz schön, aber den werde ich dann hier hinten irgendwo, vielleicht sogar irgendwie hier in der Nähe schon bauen oder halt da hinten irgendwo wo es dann schon höher ist. Einfach ein Stückchen weiter weg, dass der halt nicht so massiv dann irgendwie entgegenkommt. Ich wollte den relativ groß bauen und
halt gucken, dass der relativ hoch wird. Und wenn das dann hier so nah ist, sieht das halt ein bisschen scheiße aus. Deswegen wird er ein bisschen weiter weggebaut werden. Aber dafür wollte ich halt erst sauber einmal das. Ey, ernsthaft. Ernsthaft, komm wieder. Komm, 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 komm. Nein, dafür wollte ich halt einmal erstmal irgendwie dieses eine Haus dann fertigstellen. Das ist ja schon relativ weit fortgeschritten. Sind nur noch 4 Stockwerke offen, aber ey, das geht schon. Weil der Rest drumrum, der ist ja soweit in Ordnung. Die Baumfarm. Und hier der kleine Mini-Wald, der hier so ein bisschen drumherum anfängt zu wachsen. Ich pflanze ja dann immer so ein bisschen die übergebliebenen Sepplinge. Die Sepplinge. Toller Deutsch. Oh, du bist ein Idiot. Ja. Die übergebliebenen. Sprechen ist schwierig. Dafür bin ich voller Blockliebe. Ah, die übergebliebenen Setzlinge dann halt pflanze ich halt so ein bisschen hier hin, wenn ich hier rumlaufe. Und das wird ein bisschen dichter hier dann alles, dass ich nachher wieder im Wald wohne. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Kann natürlich auch irgendwas hier noch machen. In die Richtung wollte ich mich jetzt eher weniger orientieren. Ich wollte mal gucken, dass ich dann wirklich, wie schon gerade gesagt, hier hinten irgendwie in die Richtung. Irgendwo so, dass man den gerade noch sehen kann, irgendwie einen Turm bauen. Und dann müssen wir mal gucken, wie ich dann weiter mache. Sag mal, Schaf. Geht das bei dir? So. Ja, das ist ja in meinem Test ganz schön. Du kannst ja die Viecher einfach töten und die spawnen einfach wieder. Das Blöde ist, die despawnen halt auch irgendwann. Das war in Minecraft tatsächlich dann so ein bisschen besser gelöst. Da blieben die halt. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass die Mod da irgendwie so eingestellt ist, dass die Viecher dann einfach alle irgendwie despawnen. Also so Tierfarm und so ist halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Man kann die sich zwar irgendwie einsammeln und mit diesem Magic Lasso kann man sich hier wohl auch irgendwie alle einfangen ohne Probleme, aber ja, wie gesagt, man kann halt hier rechtsklicken und dann hat man sie halt im Inventar. Das ist halt für eine Farm so ein bisschen doof, weil auf einer Farm sollten die Tiere ja dann eigentlich auch irgendwo rumlaufen können. Dann kann man die auch so einstecken. Guck mal, die kann man auch einstecken. Boah, weißt du, da sammelst du ein schwarzes Hühnchen ein und kriegst ein weißes. Rassismus! 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 Da haben wir. Ah, ein weißes. Komm, der hier setzt der Schwarze wieder hin. Ja, aber ansonsten so Tierfarm und so ist ja dann ein bisschen schwieriger. Ja, aber ansonsten, wie schon gesagt, ich wollte jetzt hier das eben einfach einmal kurz fertig machen. Wollte einmal die Blockliebe erwähnen, natürlich, lieber Melrian. Weiter so. Blockliebe für alle. Also eher eine Laberfolge heute. Die ist auch schon 18 Minuten lang. Ich denke mal, wir wollen das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Denk mal für nächstes Mal. Hallo, Haus? Och, das nervt, ey, das ist doof. Für nächstes Mal werde ich mir dann mal was überlegen, was wir machen können. Na, leck mich doch am Arsch. Und ansonsten war es das. Was habe ich eigentlich in dieser Folge gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin rumgelaufen, habe ein bisschen was erzählt. Ich habe hier auf. Bin hier aufs Dach gesprungen. Doch noch was Sinnvolles gemacht am Ende. Ich bin aufs Dach gesprungen. Hurra. Nein, für nächstes Mal werde ich mal gucken, dass wir wieder was Vernünftiges machen. Und vielleicht gucke ich mal, dass ich irgendwie auch das andere Let's Play dann mal starte. Muss ich mir aber noch überlegen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche bei einer weiteren Folge Blockliebe. Bei einer weiteren Folge Mein Test. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, viel Vergnügen. Teilt die Blockliebe, verbreitet sie im Universum und wir sehen uns nächste Woche. Tschö!